weil darin erkenne ich, weil ich LSD-Erfahrungen reichlich gemacht habe, die musikalische Beschreibung der unglaublichen Schönheit dieses Zustandes. Ich betone das so, dass ich das so sehe. Ich weiß, das tun auch einige andere, aber einige mögen das vielleicht gar nicht und können darin auch nichts wiedererkennen. Und es geht genau ums Wiedererkennen, wenn wir das Wort psychedelisch benutzen. Das ist ein Güteprädikat, was aber praktisch keinen Inhalt hat. Das ist eigentlich ein funktionales Wort, was uns auf Folgendes hinweist. Wenn wir selbst sagen, ich habe eine psychedelische Erfahrung, wenn wir sagen, oh, das ist psychedelische Kunst, das ist psychedelische Musik, das können unglaublich unterschiedliche Dinge sein. Und wenn wir bestimmte Künstler, die Bilder gemalt haben, betrachten, dann sagen wir auch, oh, ist das psychedelisch. Also mir selbst, und ich spreche jetzt ein bisschen über mich, weil als LSD-Forscher ist das wichtigste Forschungsprojekt und Objekt man selbst. Und ich hatte, als ich so 5, 6 Jahre alt war, ein Lieblingsbuch in unserem Haushalt. Das war ein großer Band über Hieronymus Bosch. Und das hat mich unglaublich angeknallt. Und ich habe da drin Dinge gesehen, die nach kunsthistorischer Erforschung dieser Bilder gar nicht da drin sind. Und dann Ende der 60er Jahre, als so eine Flut von als psychedelisch bezeichneter Musik kam, da haben einige von diesen Musikgruppen, die selbst LSD vernarrt waren, die haben auf ihre Plattencover Bildausschnitte von Hieronymus Bosch gemacht. Und dann war mir klar, das ist ein Wiedererkennen von etwas, was man nicht kennt, aber was unbewusst in uns angelegt ist. Und ich halte ja die psychedelische Erfahrung für einen unglaublich normalen, vielleicht sogar den normalsten Zustand, den wir erleben können. Und zwar deswegen, wir können diesen Zustand nur erleben, weil unser Nervensystem dafür erschaffen ist. Weil erstens muss das Molekül eingelesen werden und zweitens muss es mit dem eigenen Geist erfüllt werden. Und deswegen war ja auch diese therapeutische Bedeutung, dass man an unbewusste Inhalte rankommen kann und so weiter, alles gemacht worden. Und bei dieser natürlichen Erfahrung einer anderen, sagen wir mal, so unter dem Stichwort alles ist eins, das kennt ihr alle und deswegen seid ihr auch hier, denke ich mal. Und da drückt sich das in uns aus, was in unserem Alltagsbewusstsein sehr unterm Deckel gehalten wird. Weil wenn das nicht unterm Deckel gehalten würde, könnten wir nicht mehr funktionieren, wir könnten nicht leben. Wir brauchen unser Alltagsbewusstsein, um uns am Leben zu erhalten. Und wir brauchen es auch zur Kommunikation, weil wir sind kommunikative Wesen. Vielleicht sind wir sogar so etwas Ähnliches wie ein Ameisenstaat. Jedenfalls, wenn wir das LSD-Experiment machen, dann stellen wir fest, es gibt viel, viel mehr als das normal im Alltag Gesehene, Gehörte, Gedachte, Empfundene, Wahrgenommene. Und dann zu glauben, das macht die Pille, die man geschluckt hat, oder sagen wir mal das Löschblatt, was man genüsslich hat zergehen lassen, dass das ausgelöst hat. Das mit der Auslösung stimmt vielleicht. Aber unser Geist ist das, was wir erleben. Wir erleben nichts Künstliches, von außen hereingekommenes. Wir erleben uns selbst
Und an dieser Erkenntnis kann man wachsen, damit man ein besseres, schöneres Alltagsleben führen kann. Und da fällt mir gerade ein, ich muss unbedingt etwas erwähnen. Ich werde oft gefragt von vor allen Dingen jüngeren Leuten, ob ich eine Botschaft habe. Und meistens habe ich gesagt, nee, ich habe keine Botschaft. Die Botschaft bist du selbst. Aber neuerdings habe ich mir angewöhnt, als Ratschlag zu geben, es gibt zwei altgriechisch-philosophische Tugenden, die ich empfehlen kann. Das eine ist, erkenne dich selbst. Das andere ist, halte Maß. Ja, vor allen Dingen halte Maß in einer übertriebenen Veränderung auch im Alltag. Weil das kann nur sukzessive sein. Man kann, muss auch Maß halten in der eigenen persönlichen Bewertung der Erfahrung. Zum Beispiel sind wir in unserer Kultur darauf trainiert, immer das Beste und der Tollste und der Schnellste und so. Und wenn man dann sagt, oh, das war der beste Trip meines Lebens, dann hat man ihn eigentlich verpasst. Weil dieses Ranking von Selbsterlebten ist eine Katastrophe für das Erkenne-dich-selbst-Prinzip. Und dann kann ich noch hinzufügen, erkenne dich selbst ist nicht, wenn man in den Spiegel guckt, sondern wenn man sich selbst als Teil der Natur verbunden mit allem fühlt. Das haben schon die präsokratischen Philosophen in Griechenland gesagt. Alles ist miteinander in Verbindung. Aber wer liest heute noch unsere schamanisch geprägten Wurzeln der europäischen Kultur? Ich empfehle dazu auch eine andere Lektüre, und zwar von dem Philosophen Parmenides. Der hat ein Lehrgedicht hinterlassen über das Sein. Und das ist relativ vollständig erhalten. Und am Anfang beschreibt er eine Erfahrung, die man als Psychedeliker wiedererkennt und als psychedelisch bezeichnen würde. Nämlich, der Himmel geht auf, es kommen Rosse aus dem Himmel geflogen, es ist begleitet von einer Göttin, die ihn einlädt, auf das Ross zu steigen und an den Kern des Seins zu kommen. Und an dem Kern des Seins hat er begriffen, dass alles miteinander verbunden ist und dass das Sein unendlich ist, dass es kein Nichtsein gibt, weil aus seiner Perspektive ist das Nichtsein bereits etwas. Das heißt, jede Form von Polarität oder Dualität in Bezug auf das Sein hat er aufgehoben. Und nun der Mensch, der kann an diesem unendlichen Sein teilhaben. In besonderen Momenten. Wenn eben auf dem Weg erkenne dich selbst etwas öffnet, beflügelt. Das Spiegelbild ist übrigens ein Trugbild. Man denkt immer, man ist das Selbst, aber es ist man nicht. Und das ist auch wichtig, wenn man sagt, ja, LSD ist ein Spiegel für mich. Das ist kein Spiegel, sondern das ist ein Türöffner für bestimmte Bereiche, die in unserem Alltagsleben keine Rolle spielen. Und genauso ist es mit der Kunst und Kreativität. Ich kenne niemanden, der durch eine LSD-Erfahrung ein Künstler oder Musiker geworden ist. Ich kenne aber sehr viele Künstler und sehr, sehr, sehr viele Musiker, die unglaublich glücklich über dieses Erlebnis waren und von dem sie alles Mögliche gelernt haben, vor allen Dingen über ihre eigene Kunst und über ihren eigenen Schöpfungsprozess. Und haben dadurch neue Perspektiven, die man dann in das künstlerische Handwerk mit einbeziehen kann, um bei den Betrachtern dieser Kunst diesen Wiedererkennungseffekt zu erreichen. Das ist also meine Meinung dazu. Es gibt niemanden, der durch LSD kreativ war, der nicht schon vorher kreativ war.
Es gibt keinen Musiker, der durch LSD kreativ geworden ist. Und trotzdem, das, was Sie eben gehört haben, das war Jimi Hendrix, wer es nicht erkannt hat, der hat unglaublich viel für seine Musik durch seine LSD-Erfahrungen gelernt. Und er hat auch viele Texte inspiriert von diesen Erfahrungen geschrieben. Und er hat in einer Zeit gelebt, wo gerade tonmodulierende Systeme entwickelt wurden, sodass er seine Musik durch verschiedene Orgeltrichter und sowas gemacht hat und Phasenverschiebungen und alles. Das kam genau zur richtigen Zeit für ihn, weil daran hat er erkannt, so wie die Geräusche oder Töne, die ich jetzt machen kann, das erinnert mich selbst an LSD und meine Erfahrung mit Musik auf dieser Substanz. Und das ist eigentlich ein schönes Modell, um zu sehen, auch nicht selbst den Anspruch zu haben, man will jetzt Künstler werden. Weil es gibt wenig Leute, die das wirklich sind und werden. Und gut, zum Schluss noch eine kleine Information. Ich mache mal etwas, was mir sonst eigentlich nicht liegt. Ich mache Werbung für ein Buch. Das hat Claudia mir zum 60. Geburtstag als Festschrift geschrieben und zusammengestellt. Und da wird eine Seite an mir, die nur wenige bisher kennen, nämlich, dass ich ein konstanter Maler bin seit meiner frühen Kindheit. Und dann meine eigenen Bilder da zu sehen und einen kunsthistorischen Kommentar zu lesen, hat mir ganz neue Dimensionen meiner eigenen Kunst eröffnet. Was? Aber ich habe gar nichts mehr zu sagen. Ich habe das Wichtigste doch gerade gesagt. Also, was aber passiert ist, oder passiert, oft passiert, dass normale Menschen, also die keine Künstler sind, nach einer psychedelischen Erfahrung einen direkteren Zugang zu bestimmten Kunstwerken bekommen. Und weil sie sehen, oh Mensch, der stellt etwas dar, was es normalerweise nicht gibt, aber das kommt auch in meinem eigenen Geist vor. Also auch da ist ein Wiedererkennungseffekt. Und als ich LSD kennenlernte, dachte ich beim zweiten oder dritten Trip, oh, jetzt male ich. Und dann ist mir genau das passiert, was Claudia ja schon angedeutet hat. Das glatte Aquarellpapier war plötzlich eine Canyonlandschaft von unglaublicher Größe und in die ganz bunte Flüsse und Bäche hineinflossen. Das war dann, wie ich gesehen habe, waren das die Pigmente, die sich über das Pinselhaar in dieses Wahrnehmungsfeld gebracht haben. Und dann musste ich mich totlachen. Habe ich zum Glück nicht, aber ihr kennt ja alle diese unglaubliche Humorigkeit von vielen eigenen Erfahrungen. Ich musste unglaublich lachen, wie blöd ich bin, sowas zu versuchen. Und dann habe ich gedacht, so, ich gucke mir jetzt meine Visionen, die bei mir immer sehr stark waren, genauer an. Und dann am nächsten Tag, nach abklingender Wirkung, habe ich mich total voller Energie an Bilder gesetzt, die ich gemalt habe, die bestimmte Aspekte der Vision meiner Erfahrung darstellen. Und dann merkte ich, wie unglaublich wohltuend das war, sich auf diese kreative Art mit der großartigen Erfahrung zu verbinden. Und dann stellte ich aber fest, oh Scheiße, also, Entschuldigung, ich kann leider technisch nicht das malen, was ich gesehen habe. Und das geht mir heute noch so und das geht sehr vielen Menschen so und vielen Künstlern auch, die ich kenne.
Aber man kann eine Annäherung, dieses wunderschöne Wort von Ernst Jünger, an das Erlebnis vielleicht in kleinen Rahmen darstellen. Und wenn ich dann jemandem meine Bilder gezeigt habe, haben die alle wieder erkannt, dass das psychedelische Kunst ist. Und also noch mal kurz darauf hingewiesen, psychedelisch, das Wort hat keinen Inhalt. Es ist eine Funktion unseres Nervensystems des Wiedererkennens. Und es gibt keine psychedelische Musik. Heute gibt es das bei Musikjournalisten als Genre. Da kann ich mich mal totlachen, was die darunter verstehen, weil es wird klar, die verstehen überhaupt nicht, was das Wort psychedelisch bedeutet. Die haben nicht die geringste Ahnung, sondern die denken, wenn irgendwie ein Gitarrist heute so ähnlich spielt wie Eric Clapton oder Jimi Hendrix, das sei psychedelisch. Das ist natürlich völliger Humbug. Und dann andererseits gibt es Musiker in berühmten Musikgruppen, einen wirklich richtig super berühmten, die sagen mir auch, meine Güte, dem LSD verdanke ich unglaublich viel, vor allen Dingen, was meine rhythmische und polyrhythmische Arbeit am Schlagzeug verbessert, weil meine Wahrnehmung dafür ist durch die erweiterte Erfahrung deutlicher und ich kann durch das, was ich spiele, das kann ich so modifizieren, dass ich selbst erkenne, das kommt vom LSD. Und dann kann ich noch eins sagen, alle Musiker, die in den letzten 20 Jahren behauptet haben, sie hätten keine LSD-Erfahrung, sind Lügner. Weil alle haben das in den 60ern, 70ern gemacht und daraus sind unglaublich fantastische Werke entstanden. Zum Beispiel, kennt ihr noch die Gruppe Yes? Also auf Deutsch ja. Das ist nicht ja zur Milch oder zur Butter, sondern ja zur Psychedelik. Ja zum LSD. Und der John Anderson, der Sänger, der hat erzählt bei einigen Stücken, wie seine LSD-Erfahrungen da hineingeflossen sind. Und zwar meistens in die Texte. Und bei den Texten von Musikstücken ist es genauso wie bei der bildenden Kunst. Man kann in ihnen etwas wiedererkennen. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist, über die Erfahrung zu sprechen, weil wir kein Alltagsvokabular dafür haben. Und nur zu schweigen, wie Wittgenstein das wollte, ist vielleicht auch nicht so der rechte Rat. Aber wenn man begreift, dass eine Aussage wie das Gras ist grün, wenn man die Dimension in diesem Satz erkennt, dann hat man etwas auf LSD-Erfahrenes wiedererkannt. Und das Wiedererkennen ist unglaublich toll, weil in unserem Alltag können wir an ganz vielen Dingen LSD-Einflussnahme wiedererkennen. Zum Beispiel in der Werbung. Da gibt es Werbung irgendwie für einen Maßriegel und du denkst, Mann, das ist Werbung für ein LSD oder bei Mars auch Kokain, aber jedenfalls ist auch in den Filmen, die seit den Anfang der 70er Jahre gedreht worden, ist ja mit zunehmender, verbesserter Technik auch eine unglaubliche, gewaltige Explosion entstanden. Denken Sie mal an den Film Avatar. Wenn Sie den noch nicht gesehen haben, das empfehle ich wirklich. Aber auch das kann gefährlich sein, weil man das Maß verlieren kann und an der falschen Stelle, am falschen Ort, zur falschen Zeit zwar die richtige Substanz nimmt, aber eigentlich nicht bewusst damit umgeht. Insofern die von Timothy Leary formulierte Theorie von Dosis, Set und Setting ist nach wie vor
Das hat er 1962 schon publiziert. Nach wie vor das meiner Meinung nach genialste Instrument zum Verstehen der psychedelischen Erfahrung. Weil zur psychedelischen Erfahrung ist das Wichtigste der eigene Geist, also das Set. Ein sicherer Ort ohne Computer und ohne Handy. Wirklich ausschalten, wegsperren, ist wahnsinnig hilfreich. Und aus meiner Erfahrung und aus vielen Erfahrungen meiner Mitmenschen kann ich auch empfehlen, es gibt unglaublich tolle Musik zu entdecken, wenn man auf eine LSD-Reise geht. Und da möchte ich zwei Dinge hervorheben. Das ist der erste Satz aus der 6. Symphonie von Beethoven, der Schlusschoral aus der 8. Symphonie von Mahler und Isoldens Liebestod aus Tristan und Isolde von Wagner. Wer zu dieser Musik keinen Zugang hatte, kriegt ihn dann sofort. Ich erlebe das so oft, dass die Leute am nächsten Tag bei Amazon die Platten bestellen. Also, in dem Falle ist auch Beethoven gefährlich, weil man kann dessen Musik, vor allen Dingen diesen ersten Satz aus der Pastorale, den kann man auf eine Art und Weise wahrnehmen, dass das gesamte Universum damit darin und in einem selbst zum Klingen kommt. Ja, damit möchte ich mich bedanken und wünsche noch viele schöne Gespräche, Kontakte und einen weiteren hochspannenden Nachmittag und vielleicht auch tolle Abendveranstaltungen. Alles, alles Gute wünsche ich euch. Vielen Dank an Claudia und an Christian. Und ich mache nochmal den Hinweis, wir machen pünktlich um 14 Uhr hier weiter. Ich bitte Sie, damit es nicht zu viel Durcheinander gibt mit den Lunches, diejenigen, die kein Lunchbon haben, bitte vorne den Raum verlassen. Dort könnt ihr euch auch verpflegen und die anderen hinten durch. Und dann bis um 14 Uhr. Eigentlich haben wir, wer noch keine schwarze Tasche dort hinten hat mit den Kongressmaterialien, der kann sich da gerne an der Garderobe bedienen.